Ich weiß ja nicht, ob das mit der Indie-Ecke so gut läuft, ne? Weil so, ich weiß nicht, ob die Leute uns helfen wollen oder es nicht mitkriegen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich alles so darauf hinausläuft, was wir wollen. War auf jeden Fall schon ein bisschen besser, als der Echo noch mitgearbeitet hat. Ja, also ja, man das ist aber auch nicht schwer. Sag das doch nicht so, Mensch, die Leute sollen uns helfen, gefälligst. Und nicht, damit wir die jetzt auch noch vergrauen. Nein, so schlimm ist die Handy-Ecke nicht. Ja, aber was willst du machen? Meinst du, das wird denn jetzt so schlimmer, wenn wir das weitermachen, Tonno? Ja, ich meine, wenn der Metzel uns vielleicht erlaubt. Was wolltest du bei dem ins Studio oder was? Ne, da ist doch die Zeitmaschine. Dann könnten wir gucken, wie es dann in der Zukunft ausschaut. Da brauchen wir den Metzel nicht für. Der richtet sich nur auf, wenn wir mit in seinen Zeitchronographen spielen. Wo wir eigentlich gerade von dem Zeitchronographen reden. Ich habe mir den mal ausgeborgt. Der ist gerade duschen. Und dann nimmt er den ja nicht mit. Das Jahr ist ja auch schon wieder rum. Richtig. Das auch. Ja, schön, dass wir das auch wieder angesprochen haben. Ja, für Sie sinkt heute das Niveau. Ja, dann ich habe aber auch den alten Haustürschlüssel noch von Studio 2, 3, wie auch immer mittlerweile. Sollen wir mal einfach gucken gehen, wie es ausschaut? Schauen wir mal nach. Ja, alles klar. Bis gleich. Das habe ich nicht gewollt. Ey, ihr müsst uns helfen, Leute. Ihr seht, ihr habt gesehen, was uns passiert. Ey. Ihr wollt das nicht. Nein, das wollt ihr wirklich. Das überlebt er nicht. Warum ich nicht? Du bist der Erste, der drauf. Ist egal, ihr müsst uns helfen, verdammt nochmal. Legt los. Wir brauchen Vorschläge in die Ecke, Kommentare, ZZ und jetzt sofort ab zur Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Games on Air, eure Gaming News Show von uns für euch. Tja, und was haben wir wieder dabei? Wir haben Spiele für euch dabei. Und was haben wir nämlich? Wir haben einmal Xenoblade, Chronicle 2, Bravo Team VR, Spellforce 3 und Okami HD. 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 Und der Metz ist auch endlich wieder gesund. Das heißt, es gibt wieder heute die Retro-Ecke und die Short News, zu denen wir jetzt direkt abgeben. Viel Spaß. Hallo, ich liebe Freunde, willkommen zurück beim genesenen Metzel, den Short News und damit den schnellsten Nachrichten auf YouTube. Wir legen wie üblich direkt los. Square Enix setzt zu aggressiven Support für die Nintendo Switch an. Ja, die Square Enix Spiele, die eigentlich bisher immer nur auf den PlayStation Konsolen erschienen sind, werden jetzt nun ganz aggressiv auch für die Nintendo Switch importiert. Ich bin mal gespannt. Dann Lootboxen illegal? Fragezeichen. Nachdem in Belgien eine Diskussion aufgekommen ist und in Belgien nun wirklich Lootboxen in Spielen wie Overwatch als illegal erklärt wurden, weil Glücksspiel, ist nun auch in Deutschland die Diskussion angekommen und der Bayerische Landtag hat direkt einen Eilantrag gestellt. Es soll entschieden werden letztendlich darüber, dass Glücksspiel nun mal süchtig macht. Glücksspiel in solchen Spielen kostet das Geld unserer Kinder und damit sollten solche Spiele erst ab 18 freigegeben. Die BPJM konnte das bisher nicht entscheiden, weil nur eine Glücksspielsuchtmöglichkeit ist kein Grund, den Altersschnitt oder die Altersfreigabe für ein Spiel anzuheben. Zumindest von der BPJM. Wenn der Gesetzgeber was anderes sagt, sagt er was anderes. Dann die PlayStation Network Angebote zu Weihnachten sind zurück. Den Start macht Crash Bandicoot, die Insane Trilogy, für sage und schreibe 25 Euro und das Ganze für 48 Stunden. Und zu guter Letzt noch Don't Pokémon and Drive. Nach dem beliebten Spruch Don't Drink and Drive gibt es nun diese kleinere Abwandlung, denn Pokémon Go hat statistisch gesehen für ca. 140.000 Verkehrsunfälle und ca. 280 Tote in den USA gesorgt. Und das war's für diese Woche mit den Short News. Ja, und das war der liebe Metzel mit seinen Short News. Aber kommen wir endlich zu den wichtigen Themen, nämlich zu unserem ersten Spiel, nämlich
zu einem Spiel, was am 1.12. erschienen ist. Lacht mich doch nicht so an. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal nachgucken. Ha, gerade erst die Antwort gemacht. Xenoblade Chronicles 2, nämlich, wie gesagt, am 1.12. erschienen. Erkundet einen riesigen Ozean aus Wolken in den letzten Überlebenden einer Zivilisation auf den Rücken riesiger Titanen leben. Ja, erlebt die Geschichte von Rex und der Klinge Pyra, einem mysteriösen Wesen, das ihm große Macht verleiht, sucht gemeinsam nach Pyras Heimat Elysium, dem Paradies der Menschheit. Wow, also das war schon im Groben das, was euch erwartet. Ja, ein bisschen schnell heute, aber kommen wir zu den ersten. Facts and Features. Erkundet gigantische Titanen auf den verschiedenen Zivilisationen in riesigen Regionen leben, die es zu entdecken gilt. Verbündet euch mit mächtigen Klingen, die euch unvorstellbare Macht verleihen. Und erlebt ein neuartiges Kampfsystem, das auf den Stärken von Xenoblade Chronicles und Xenoblade Chronicles X aufbaut. X. Nicht? Okay. Ja, war's auch schon mit... Also, ja, genau, den habe ich auch gemeint. Ja, das war's auch schon mit dem Spiel. Heute sehr kurz eigentlich, das erste Titel. Aber kommen wir nun zu unserem ersten PlayStation VR-Titel. Und zwar Rebel Team, welches am 5.12. erschienen ist. Ja, er besitzt in der VR. Ich ja nicht. Ja, nicht mehr. Ich bin die gerade am Verkaufen. Wer die kaufen möchte... Das hier ist keine Verkaufsgespräch. Okay. Hör auf damit. Schießt zuerst und trefft ins Schwarze. Nervenaufreibende Feuergefechte mit Dave's VR-Kamera. Feuergefechte im Arcade-Stil und taktische Entscheidungen im Bruchteil einer Sekunde. Hier geht es um alles oder nichts. Ja, und auch das könnt ihr mit meiner VR-Kamera machen. Im feindlichen Gebiet seid ihr und eure Teamkameraden komplett umzingelt. Wir sind umzingelt. Von wem? Greift zu einer Vielzahl. Ey, ich bin doch noch gar nicht fertig. Was? Hallo, ich hab doch da... Guckst aber ich du, bin schon bei den Waffen. Ich hab doch geguckt, wo wir umzingelt sind. Hier steht, wir sind umzingelt. Du hast deine Brille aber nicht auf. Ach so, gut. In der Hitze des Gefechts wird euch nun ein kühler Kopf... Eiskalt. Das kommt vom Herzen. Durch die 10 Kapitel intensiver Action heaven. Das ist auch eiskalt. Greift zu einer Vielzahl von Schrotflinten, Pistolen sowie automatischen Waffen und geht in Deckung, denn jeder Schuss zählt. Ich mag ja keine Schrotflinten. Nein? In jedem oh. Shooter bin ich nicht so erschrocken, Freund. Na. Doch, auf. Na, komm mal ran auf den Meter. Hat da eine ganze. Ja, versprüht aber immer so. Musst du wieder neu streichen, das Scheiße. Ist eh ja. Rot. Und nun wieder zu ein paar. Wie gesagt, die kommen heute sehr schnell. Vollständig kompatibel. PlayStation VR Ziel Controller. Mein Gott. Sichert euch mit einer PlayStation VR Controller die Überlegenheit in diesem harten Guerillakrieg. Ja, dank der Präzisions-Tracking-Technologie für gnadenlose Treffgenauigkeit und Vibrationsfeedback für vollständige Immersion spürt ihr jeden Schuss. Du hast auch keine VR an. Aber ich habe den Schuss gespürt. Ach so, okay. Dieses ja. Thema lassen wir heute auch. Koop-Modus. Spielt online mit einem Freund und entdeckt neue Wege, den Gegner auszuschalten. Oder begibt euch mit einem computergesteuerten Teamkameraden in die Schusslinie, ja, und auch da wieder, und nutzt Handgesten, um den Gegner stets einen Schuss voraus zu sein. Ja, und das war es auch schon für den ersten Teil der AAA Games. Das war kurz und knackig diesmal, aber nun geht's ab in die Indie-Ecke. Und da wären wir in der Indie-Ecke und unser erstes Game für heute ist Valley, welches am 24.08. schon erschienen ist. Könntest du es besser benennen? Valley. 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 So wie Stardew Valley. Wer erinnert sich noch an den Slenderman? Tja, der fiese Gesichtslose seinerzeit einen Trend um Horrorspiele startete, hat mit Slender the Arrival eine Fortsetzung erhalten, die nicht jeden Spieler überzeugen konnte. Tja, und nun geht es mit dem Team dahinter sogar noch weiter bergab. Allerdings im positiven Sinne, denn Blue Isle wagt sich mit Valley, haben es jetzt richtig schön betont, in ein unerforschtes Tal und bringt gleich noch ein interessantes Spielkonzept mit. Hab ich gerade leicht erricht. Ich wollte gerade fragen, was sind das für komische Gestikulierungen? Wir steuern den Protagonisten aus der Ego-Perspektive und erkunden ein malerisches Tal in den Rocky Mountains, das uns nach und nach seine Geheimnisse offenbart. Hat da jemand Walking Simulator gesagt? Haha, weit gefehlt. Valley ist ein Action-Adventure, das uns mit dem mächtigen Exoskelett Leaf ausstattet. Darüber meistern wir nicht nur übermenschlich schnell und wendig allerlei Parkour-Tricks, um
entdeckte Geheimnisse, unentdeckte Geheimnisse, wenn sie entdeckt werden, wären das ja keine Geheimnisse mehr. Unentdeckte Geheimnisse zu lüften und geheimnisvolle Orte wie den Ruinen im Spiel auf den Grund zu gehen. Sondern erhaltet auch noch eine besondere Fähigkeit. Welche ist das? Ja, die verleiht uns die Macht über Leben und Tod im Tal. Wir finden ein totes Reh? Tja, kein Problem, wir beleben es wieder. Oder lassen mit einem Fingerschnipsen eine mächtige Eiche verdorren. Was wie eine kleine Spielerei klingt, soll uns sogar dabei helfen, die Mysterien im Tal aufzudecken. Und dazu schaut es sogar noch sehr hübsch aus in dem Tal Valley. Ist wie gesagt schon etwas länger draußen und kostet momentan auf Steam 19,99. Und nun kommen wir zu Unforgiving, A Northern Hymn. Und das ist schon seit dem 27. November erhältlich. Tja, ihr denkt vielleicht, dass ihr eure Grenzen kennt? Was für schlimme Dinge ihr bereit wärt zu tun, um euch selbst zu retten? Seid bereit herauszufinden, wozu ihr fähig seid. Seid ihr mutig genug, der Dunkelheit in eurer Seele ins Auge zu sehen? Die alten Geschichten sind nicht nur wahr, aber die Dinge, die in den Schatten kriechen, sind elender, als euch jemals vorstellen könnt. In den Schatten kriecht der Metzel. Nicht gut? Okay. Das Flüstern der nördlichen Wälder wird mit eurem Verstand spielen. Ja, wenn man keinen Verstand hat, braucht man da nicht Angst davor. Eure Finger zittern. Jetzt hast du über Karacho geredet. Das hast du gesagt. Best bitches forever. Eure Finger zittern. Ja, meine zittern auch, wenn ich keinen Alkohol habe. Während ihr euch letzten Streichhölzer anzündet, der Körper zittert vor Furcht, spürt ihr, dass sie nach euch suchen. Wer? Fühlt ihr, wie hungrig sie nach eurem letzten Atemzug sind? Ihr könnt seine Augen auf euch spüren, am Wasser sitzen und zusehen, wie er seine infernalische Geige spielt. Sherlock Holmes? Nein, der Teufel. Ach so. Wenn ihr die Linie überquert und diesen unbarmherzigen Ort betretet, was werdet ihr tun, um euch selbst zu retten? Kommt ihr überhaupt gerettet werden? Eher nicht. Aber all die Geschichten, die erzählt werden, um Kinder zu erschrecken, sind tatsächlich wahr. Die schwedische Folklore ist echt und sie werden sie aufsuchen. Und nun, Unforgiving and Northern Hymn ist ein Ego-Horrorspiel. Tja, das stark von schwedischen Folklore und der nordischen Mythologie inspiriert ist, um die Albträume zu erschaffen, die schwedische Kinder seit Generationen verfolgen. Und da ich für diese Indie-Ecke verantwortlich bin, hier ein paar Facts. Euch erwarten hier traditionell schwedische Umgebung mit einigen der berühmtesten Kreaturen aus der schwedischen Folklore. Und eine intelligente KI, die ihre eigenen Wege wählt, anstatt immer dieselben Routen zu patrouillieren. Was das Spiel natürlich schwieriger macht. Ja, und eine 4K-Unterstützung haben wir auch und Freude für Entdecker mit offenen Weltgebieten und viel zu entdecken und zu inspizieren. Ja, aber seid gewarnt. Dieses Spiel enthält Blut, Gewalt, Nacktheit und starke Sprache. Nein. Wir hoffen, es gefällt euch. Ja, und das war's aber auch schon aus der Indie-Ecke und wir gehen ab zurück ins große Studio. Und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Game. Jetzt habe ich ihn aus dem Konzept gebracht, welches am 7.12. erschienen ist, und zwar Spellforce 3. Wir schreiben das Jahr 518 vor der Konvokation. Die von einem abtrünnigen Magier angezettelte Rebellion der vier Fürstenhäuser gegen die Krone von Northander wurde von der Königin mit Hilfe eines loyalen Hauses niedergeschlagen. Doch war dies ein Pyrrhus-Sieg? Der Krieg hat das Land verheert und die öffentliche Ordnung vielorts zusammenbrechen lassen, wo jetzt das Recht des Stärkeren gilt. Obendrein wurde die Königin in der letzten Schlacht des Krieges schwer verwundet und liegt seitdem im Koma, so dass der Oberkommandant der königlichen Armee die Regierungsgeschäfte übernommen hat, bis sie entweder aus dem Koma erwacht oder stirbt und ihre Nichte ihren Nachfolger antritt. Tja, der Lord Marshall regiert mit eiserner Strenge, um das Land zu stabilisieren und hat unter anderem den Einsatz von Magie in Northander mit sehr wenigen Ausnahmen verboten. Doch gibt es einen Lichtblick in diesen dunklen Zeiten. Es mehren sich die Zeichen, dass Aonir, der Göttervater, zu Eo zurückgekehrt ist. Tja, mehr und mehr Menschen bekennen sich zu Aonir als den einzigen Gott und beten dafür, dass er Northander erneut in das goldene Zeitalter führen wird. Obwohl euer Vater einer der rebellierenden Magier war, seid ihr als Mitglied der königlichen Armee loyal auf der Seite der Königin. Werdet ihr eurer Verantwortung Northander gegenüber gerecht werden? Helden alleine werden nicht reichen, um die Herausforderung in Spellforce 3 zu meistern. Ihr braucht eine starke Armee, um eure Feinde zu zerschmettern und diese bekommt man nur durch eine gut ausgebaute Wirtschaft. Und nun zu einigen Facts. Mischung aus Echtzeitstrategie und Rollenspiel. Das einzigartige Gameplay verbindet die Genres Echtzeitstrategie und Top-Down-Rollenspiel.
Erstellen und anpassen. Erstellt eure eigenen Helden und entwickelt ihre Fähigkeiten ganz nach eurem Wunsch. Für den Kampf gemacht. Stellt eure eigene Armee zusammen und kämpft mit ihr in epischen und riesigen Schlachten. Tja, und wo wir gerade bei episch sind, epische Handlung. Die tiefgründige und epische Geschichte im Spellforce-Universum kann ohne Vorkenntnisse der bisherigen Spellforce-Titel gespielt werden. Echte Fans werden trotzdem viele interessante Querverweise entdecken. Ich habe dann 1 und 2 nicht gespielt, vielleicht überlege ich es mir. Umfangreiches Universum mit viel Beute. Erkundet die Welt Eo, deckt Intrigen und Geheimnisse auf und sammelt jede Menge Beute für euren Helden. Und dann haben wir auch noch das taktische Vorgehen. Benutzt fortschrittliche Taktiken, um mit euren RTS-Armeen euren Gegner zu besiegen. Natürlich gibt es einen Solo-Modus, der lange Einzelspieler-Kampagne mit über 30 Stunden Spielzeit verspricht. Natürlich auch einen Multiplayer, der starke Multiplayer-Komponente mit verschiedenen Modis bietet. Spielt kooperativ oder tretet gegen andere Spieler an. Erklärt sich selber Multiplayer halt. Ja, und das war's aber auch schon von Spellforce 3. Und wir kommen jetzt zu Okami, welches am 12.12. erscheint. Man entschuldige mich jetzt gleich, ich werde vielleicht ein Wort etwas genauer betonen, das ist meine Naruto-Vorgeschichte. In Okami HD übernehmt ihr die Rolle von Amaterasu, der japanischen Sonnengöttin, welches Wort war es wohl, die Form eines legendären weißen Wolfs Shiranui bewohnt, um Orochi zu besiegen. Dieser ist ein achtköpfiger Dämon und ein tyrannisches Monster, das dafür verantwortlich ist, die Welt in ein verwüstetes Ödland zu verwandeln. Ihr müsst Amaterasus magische Fähigkeiten und ein Arsenal an Gegenständen nutzen, um das Land von Nippon zu seinem früheren Glanz voller Leben und Farben zurückzubringen. Nippon. Ja, die sind lecker. Auf dem Weg dorthin wird Amaterasu dazu aufgerufen, eine Gruppe von schrulligen und faszinierenden Charaktere zu helfen und eine Schar brutaler Feinde zu besiegen und das Land von Orochis Flug zu befreien. Das ist aber nicht französisch. Also es war eher Spanisch. Ah, war Spanisch. Okay, kann ich mich nicht mehr aus. Ich kann auch kein Französisch. Zumindest nicht gleich. Und das war leider auch schon alles, was wir über Okami euch zu erzählen können. Mein Gott, wer die Scheiße schreibt, der gehört verhauen. Euch erzählen können. Ehrlich, Karacho. Ehrlich. Es erscheint aber trotzdem am 12. Oder, Entschuldigung, ist erschienen am 12.12. Nee, erscheint am 12.12. Mein Gott, verdammt. Alles wird also, gut. Alles wird gut. Und jetzt erscheint der kleine Metzel mit seiner kleinen Zeitmaschine und irgendwas mit Angelködern oder so. Wir lassen uns überraschen. Es gibt auf dieser Welt schon viele Dinge, die man sammeln kann. Briefmarken, Münzen, abgeschnittene Hände oder Regenwürmer. Und genau letzteres haben die Gründer von Team 17 nicht nur gesammelt, sondern auch direkt mit Waffen ausgestattet und gegeneinander antreten lassen. Doch was war es, das uns davon faszinierte, wenn sich Regenwürmer beballern? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Worms Armageddon ist wie schon seine Vorgänger ein Artillerie-Spiel. Es wurden Teams von bis zu 8 bis an die Zähne bewaffnete Würmer in den Kampf geschickt mit dem Ziel, alle Würmer der Gegner entweder auszuschalten oder ins Wasser zu schmeißen. Pro Runde durfte der Spieler mit einem Wurm agieren und sich dabei bewegen, wild um sich ballern oder Sonderaktionen ausführen. Der Gag dabei war nicht nur die Comic-Grafik, sondern das gigantische Waffenarsenal der Würmchen. Dieses reichte von einem einfachen Maschinengewehr über Bazooka und Schrotflinte zum Flammenwerfer, der Bananenbombe, einer heiligen Handgranate, dem Superschaf oder der Mörserangriff bis zu einem Baseballschläger. Jede Waffe hatte seine Vor- und Nachteile. Diese teilten sich dann geschickt auf in Feuerkraft, Reichweite, Unkontrollierbarkeit, Selbstgefährdung, Bewegungsform oder dem Radius der Schadenswirkung. Das Gelände konnte einem dabei sehr nützlich sein, aber auch hinderlich. Team 17 sei Dank blieb dieses aber sowieso nicht, wie es sein sollte, denn jede Waffe verformte die Landschaft aufs Neue. Man konnte sich Gänge graben oder Kuhlen sprengen, welche natürlich auch der Gegner für sich genutzt hat. Wenn man also gerade in einen Krater hockte, sollte man sich zum Beispiel davor in Acht nehmen, wenn eine heilige Handgranate angeflogen kam. Doch nicht nur die Waffen waren ein Problem. Rund um die Insel, auf denen man kämpfte, gab es nichts anderes als Wasser. Und die Würmer konnten nicht schwimmen. Die schnellste Methode, den Feind auszuschalten, war also, ihn ins Wasser zu werfen. Und das auf möglichst eindrucksvolle Art und Weise. Ursprünglich als Erweiterung zu Worms 2 angedacht, entwickelte sich Armageddon nach und nach doch zu einem eigenständigen Spiel,
das eigentlich den letzten Teil der Serie darstellen sollte. Allerdings fand dessen Erfinder Andy Davidson, dass es noch mehr Content geben müsse, und so wurde die Spielreihe immer weiter fortgesetzt. Nach vielen Adaptierungen, wie zum Beispiel auf den Game Boy oder den Macintosh, schaffte es Armageddon auch auf das heutige Steam, wo es trotz seines Alters von 18 Jahren immer noch ein mehr als beliebtes Spiel ist und auch immer wieder Updates erhält, von zwei extra von Team 17 abgestempelten Entwicklern. Für dieses wunderschöne Geballer und den Spaß am Sprengen verpassen wir den Würmern von Team 17 den grünen Daumen. So, und nun schauen wir mal, ob Dave und Tonno sich auch schon in die Luft gejagt haben. Tja, und das war auch wieder der Metzel mit seiner Zeitmaschine und mit netten kleinen Würmern, die er sonst eigentlich so im Kopf rumduseln hat. Oder in Büchern. Na, aber der sieht mir nicht wie ein Bücherwurm aus. Oder im Ohr halt nur. Ja, im Ohr. Gut, wie gesagt, das war's auch schon wieder von Games on Air für diese Woche. Und ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir waren ein bisschen in Zeitdruck, wir haben es ein bisschen schneller gemacht, aber... Eigentlich haben wir die gleiche Zeit wie sonst auch gebraucht. Ja, aber wir waren aber diesmal aber ziemlich cool. Ja, der erste Teil war auch ein bisschen kürzer als sonst. Ja, okay. Aber gut, das haben die ja nicht gemerkt, wir haben ja ordentlich geschnitten, denke ich mal. Der Ton hat es einfach durchlaufen lassen. Ja, wie gesagt, das war's wieder von Games on Air für diese Woche. Wenn ihr mal Langeweile habt, könnt ihr mal bei unserem Kooperationspartner da oben vorbeischauen, let's-place.de. Bei denen kommen auch ab und zu mal ganz lustige Sachen, glaube ich, noch, hoffentlich. Oder auf deren Seite natürlich die ganzen Testberichte und so weiter und so fort. Natürlich doch. Ja, aber weiter, Tonno? Ja, und ansonsten heißt es wie immer, teilen, liken, kommentieren, was das Zeug hält. Der Button da unten ist zum Abonnieren da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn das solltet ihr tun, denn wir müssen wachsen, wir müssen größer werden. Allein schon einen Cinetalk weiter voranzubringen, denn wir warten immer noch auf die Zusage von Warner Bros. Und Disney. Die fehlen uns noch in der Runde. Ja, wir kriegen auch die noch. Und ansonsten natürlich, wenn wir uns den Cinetalk schon ansprechen, am 23.12. ist unser Weihnachts-Cinetalk. Vielleicht lassen die Studios wieder was springen, vielleicht gibt's was zu gewinnen. Wir werden es sehen. Weihnachtsgeschenke, das wäre noch am 23.12. jedenfalls um 18 Uhr live bei uns der Cinetalk und im Anschluss die letzte Habt ihr Töne-Folge für dieses Jahr. Ja, ein geballtes Programm, möchte ich sagen, von uns mal für euch. Ja, bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Hoffentlich schaltet ihr fleißig ein bei der nächsten Games on Air-Folge und bei den Formaten, die der Tonno gerade noch nannte. Wir bedanken uns, sagen bis zum nächsten Mal und wir singen.